So, jetzt kommen wir zur diesjährigen Reibkopfknaller-Vergleich. Und zwar, da haben wir dieses Jahr sehr viele, aber auch vier Stück von der gleichen Firma. Weco, 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 Weco. Die hier sind von Keller und die hier sind aus dem Sortiment Böllerparade, was es im Netto gab, von VPI Feuerwerk. Die haben eine NEM-Angabe von ca. 5 Gramm. Der Böller sieht so aus. Sind 7 Stück drinne. So, die haben eine Angabe von, falsch rum, 14,4 Gramm. Und die sehen so aus. Gelb vorne, hinten, oh, bis oben dann zu. So, die von Original Sachsenknaller sehen so aus. Haben eine NEM-Angabe von, wo steht's? Steht wieder nur nirgendwo. So, oder Scheiße. Ja, steht nirgendwo. Steht's auf dem Böller drauf? Ja, steht auch nicht auf dem Böller drauf. Dann haben wir deutsche Kracher. Die sehen so ähnlich aus. Ja. Die sehen ja genau fast gleich aus. Bloß, dass es hier ein bisschen weiter reingeht. So, hier steht es drauf, 19,8 Gramm. Oder hier muss ich jetzt mal was kontrollieren? Nein, steht da nicht drauf. So. Dann nochmal deutsche Knaller. Die sind rot, sehen ähnlich aus wie die grün. Die haben eine NEM-Angabe von 19,8 Gramm. Halt aufs ganze Päckchen. Und die Great Bang, die sind etwas größer. Nicht nur etwas. Ganz schönes Stückchen. Vorne auch gelb. Und die haben eine NEM-Angabe von 27 Gramm. So, dann würde ich sagen, machen wir schnell zum Test über. Bis gleich. So, jetzt kommen die Blizzard-Knaller vom Sortiment Böller-Parade. So, jetzt kommt Great Bang Reibkopfknaller von Weco. So, jetzt kommt der originale Sachsenknaller von Weco. So, jetzt kommt deutsche Kracher nach harter Art von Weco. So, jetzt kommen deutsche Knaller, Reibkopfknaller von Weco Feuerwerk. So, jetzt kommen wir zu den Reibkopfknallern von Keller.